Hallo liebe Red Dead Redemption Zocker, hier ein weiteres Gold-Video von mir aus Kapitel 4. Diesmal kümmern wir uns um die Mission Zeitvertreib auf dem Land. Der Anfang der Mission ist sehr, sehr einfach, deshalb spule ich jetzt hier ein sehr, sehr großes Stück vor. Im Schnelldurchlauf zu dem wichtigen Missionspunkt, was hier wirklich nicht so einfach ist. Ihr reitet am Anfang hier zum Ziel, wie ihr seht. Ja, dann sprecht ihr mit jemandem, dann watschelt ihr ein bisschen hier durch Lagers, seht ein paar Alligatoren und ähnliches. Das will ich euch jetzt hier alles mal ersparen. Ich denke, das ist alles selbsterklärend. Ihr müsst hier zwei Fallen gleich überprüfen und eine vermisste Person finden, in dem Falle Jules, der auch an ein Missionsziel gekoppelt ist. Ist aber im Endeffekt alles selbsterklärend. Also die Fallen mit Viereck öffnen. Ich zeige euch gleich einmal, wo Jules sich versteckt hat. Na, den müsst ihr gleich finden. Er sitzt auf dem Baum. Aber auch das, denke ich, ist wirklich mehr oder weniger alles selbsterklärend. So, ihr werdet jetzt hier gleich sehen, dass wir Jules finden müssen. Genau, hier geht's los in dem gelben Bereich. Und dann müsst ihr wirklich ganz nach hinten watscheln. Auch das lasse ich im Schnelldurchlauf, dann seht ihr hier schon ein helles Licht, eine Lampe, wo er sich im Baum versteckt. Jetzt kommt hier gleich eine kleine Sequenz, wo wir ins Boot steigen. Und jetzt geht's los. Die Mission hat zwei Missionsziele, die wir jetzt nach und nach abarbeiten. Das erste Missionsziel ist auch das mit weitem Abstand schwierigste. Das zweite Missionsziel ist fast geschenkt. Beim ersten Missionsziel müsst ihr Jules innerhalb von 1 Minute und 40 Sekunden zurück ins Boot bringen. Ja, das ist aus einem Grund nicht ganz so einfach, da man hier eine Sache nicht beeinflussen kann. Wenn Jules jetzt hier gleich unter Wasser gezogen wird, ist die ganze Sache ein bisschen random. Also er spawnt dann an unterschiedlichen Stellen. Ich bin der Meinung, dass ich da eine Kleinigkeit rausgefunden habe, wo er zu großen Teilen immer spawnt. Aber auch darauf kann man sich aus meiner Sicht hier nicht 100% verlassen. Ich zeige euch aber erstmal das Prozedere. Also ihr sitzt jetzt hier mit dem Boot fest. Ja, Jules möchte das Ganze jetzt hier lösen. Jetzt wird er gleich von einem Alligator angegriffen. Als allererstes müsst ihr jetzt gleich Dreieck drücken, damit ihr aus dem Boot rauskommt. Also ab jetzt beginnt im Endeffekt gleich die Zeit zu zählen, die 1 Minute 40, in der wir ihn zurück ins Boot bringen müssen. Ihr drückt jetzt hier gleich Dreieck. Steigt Arthur aus dem Boot. Ah, dann müsst ihr zu dem gelben Kreis, zu dem gelben Symbol, wo Jules ist. Also im Endeffekt X gedrückt halten, so schnell wie möglich dahin laufen. Na, das Ganze jetzt hier schon auf Zeit geht. Na, hier könnt ihr aber noch nicht viel Zeit gut machen oder ähnliches, aus meiner Sicht. Aber auch da müsst ihr natürlich schon auf die Tube drücken. Jetzt wird er gleich unter Wasser gezogen. Und hier seht ihr jetzt diesen großen gelben Bereich, wo ihr ihn suchen sollt. Meiner Meinung nach, ich habe die Mission mehrere Male gespielt, spawnt er zu den größten Teilen einfach immer, wenn ihr möglichst weit vom Boot weg seid. Ja, ihr seht ja hier das Boot, diesen kleinen Punkt jetzt rechts auf der Karte, fast auf 3 Uhr. Und der ist dann immer entweder an dieser Stelle oder 15, 20 Meter weiter links. Bei mir ist er jetzt hier in dem Falle rechts gespawnt. Also wenn ihr euch relativ hinten in diesem gelben Bereich aufhaltet, relativ mittig, würde ich euch empfehlen. So habe ich es dann am Ende gemacht. Mal spawnt er links, mal spawnt er rechts, aber schon relativ weit vom Boot entfernt. Also die ganze gelbe Fläche, das erste und das zweite Drittel könnt ihr eigentlich außer Acht lassen. Sollte dann auch nicht zu weit links oder zu weit rechts stehen. Nicht, dass ihr dann da genau an der falschen Ecke seid. Ich denke, wenn ihr relativ weit hinten seid und dann dazu noch mittig, so wie ihr es jetzt gerade bei mir gesehen habt, dann habt ihr immer die beiden Möglichkeiten, wenn er dann links oder rechts spawnt, dass ihr es durchaus noch sehr, sehr gut in der Zeit schaffen könnt. Ja, dann schnellstmöglich hier zurück, X gedrückt lassen. Ganz wichtig, ihr könnt Jules hier nur an der von mir aus gesehen jetzt linken Seite vom Boot ablegen. Also versucht das nicht an der anderen Seite. Hatte ich auch schon mal gemacht. Nur das hier geht auf der Seite, auch wenn ihr jetzt ein bisschen weiter rechts gewesen wärt, müsst ihr trotzdem hier auf die jetzt gerade von mir aus gesehene linke Seite zugehen. Und hier kommt jetzt direkt das zweite Missionsziel, was sehr, sehr einfach ist. Ihr müsst fünfmal auf den Riesenalligator schießen. Ja, dazu das Detail an, vielleicht die Markierung setzen. Ich habe ihn, glaube ich, jetzt sogar schon fünfmal getroffen.
ja, haltet einfach alles drauf, was ihr habt, schießt immer auf ihn drauf. Ich denke, das ist wirklich sehr, sehr einfach. Man kann ihn mit Sicherheit, ja, wenn man richtig gut ist, 15, vielleicht auch 20 Mal treffen. Ich denke, ich habe ihn jetzt hier vielleicht mit Sicherheit schon 8, 9 Mal getroffen. Man braucht aber nur wirklich 5 Mal auf den Alligator schießen. Taucht aber gleich nochmal auf, also keine Bange, wenn ihr jetzt da ein paar Mal daneben geschossen habt. Ihr habt dann im Laufe der Mission noch weitere Möglichkeiten auf ihn zu schießen. So, jetzt muss Jules hier ganz kurz verarztet werden. Das lasse ich jetzt mal hier ganz schnell normal laufen, weil es jetzt gleich weiter mit dem Alligator geht. Dann haltet ihr L2 und R2 gedrückt. Da ist auch alles erklärt. Wird hier seine Wunde verarztet. Und dann wird gleich so auf 12 Uhr kommt der Riesenalligator dann nochmal. Also auch da habt ihr noch da mal nochmal sehr, sehr viele Möglichkeiten, die Schüsse zu setzen. Wie gesagt, 5 Stück braucht ihr. Das bildet dann hier auch den Abschluss der Mission gleich. Danach ist die ganze Mission erledigt. Ah, hier seht ihr nochmal. Hier habe ich jetzt auch nochmal das Detail dann angemacht. Schieße auf ihn. Also auch wenn ihr ihn dann vielleicht nicht markieren könnt, trotzdem könnt ihr natürlich mit Detail die ganze Geschichte verlangsamen, um ihn dann besser zu treffen. Ja, mein Detail ist jetzt aufgebraucht, ich schieße trotzdem nochmal drauf, habe auch immer nochmal dann weiterhin auf den Alligator geschossen. Auch wenn ihr euch sicher seid, dass ihr ihn schon 5, 6 Mal getroffen habt, schießt ruhig weiter, kann definitiv nicht schaden. Ja, das bildet hier jetzt auch schon den Abschluss der Mission. Wie gesagt, also ist, denke ich, sehr, sehr gut auf Gold zu schaffen. Aus meiner Sicht ein etwas schwereres Missionsziel, den Jules innerhalb von 1 Minute 40 zurückzubringen. Da, wie gesagt, schon drauf eingegangen, random ein bisschen spawnt. Aber ich denke, mit ein paar Versuchen gegebenenfalls und mit ein ganz bisschen Glück kann man es auch schon beim ersten, zweiten Mal schaffen. Sonst braucht ihr vielleicht den einen oder anderen Versuch länger. Ja, die Mission ist leider Gottes wieder ein bisschen länger, da ihr relativ lange braucht, um zu dem Missionsziel hinzuspielen. Ich denke aber, trotz alledem sollte man die Mission dann doch relativ einfach auf Gold schaffen am Ende. Man kann sie auch wunderbar im Replay spielen, also man braucht hier kein großartig Deadeye oder ähnliches oder volle Gesundheit oder sonst was, was man vielleicht braucht. Also kann man immer mal wieder vielleicht zwischendurch einstreuen im Replay, die Mission mal versuchen. Ist, denke ich, sehr, sehr gut machbar. Ja, hier nochmal zur Übersicht. Kapitel 4 sieht alles sehr, sehr gut aus. Hier konnten wir viele Goldene holen. Das war's von mir. Auch schon wieder. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis bald und tschüss.